Ein Verständnis des Inhalts von Bernhard Riemanns Kapitulationsschrift ist entscheidend dafür, sämtliche wichtigen Bereiche des Denkens grundlegender zu begreifen und weiterzuentwickeln. Diese Schrift Riemanns, die häufig als mathematische Darstellung missverstanden wird, ist Ausdruck seiner Sicht des physischen Universums und des menschlichen Geistes und gibt uns gleichzeitig nützliche Einblicke in gesellschaftliche Prozesse. In diesem Video gehen wir auf den Inhalt von Riemanns Schrift ein und erläutern einen wichtigen Umstand unseres Geisteslebens. Der Mensch sitzt nicht außerhalb des Universums und untersucht es von einem festen, stabilen Ort aus, sondern die schöpferische Geistesaktivität des Menschen ist selbst eine Kraft des Universums und muss von jedem, der eine einheitliche physikalische Sicht der Welt sucht, als solche betrachtet werden. Machen wir uns ans Werk. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass die Summe der Winkel eines Dreiecks 180 Grad ergibt, beziehungsweise zwei rechte Winkel. Sie haben auch gehört, dass sich zwei parallele Linien nie schneiden, selbst wenn man sie ins Unendliche verlängert. Das sind gewagte Behauptungen. Ein Dreieck auf einer Kugel hat drei rechte Winkel. Und diese scheinbar parallelen Linien schneiden sich, wenn man sie genügend verlängert. Was würde unser Geometrielehrer dazu sagen? Wahrscheinlich ist seine Antwort noch geläufig. Diese Regeln funktionieren bestens, wenn die Linien gerade sind. Aber, so frage ich, was bedeutet es eigentlich, dass eine Linie gerade ist? Lässt sich dafür eine Definition angeben? Ist es vielleicht die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten? Wenn das stimmt, dann sind die Linien auf unserer Kugel gerade. Aber die Kugel ist gekrümmt, könnte man einwenden. Ziehe die Linien bitte im Raum. Gut, aber wie soll das gehen? Vielleicht sollte man ein Lineal benutzen? Doch woher will man wissen, dass ein Lineal gerade ist? Vielleicht sollte man einen Lichtstrahl, also einen physikalischen Prozess, benutzen. Aber das geht auch nicht, denn Licht wird gebeugt. Wie man sieht, besteht das Problem darin, dass wir alle, ohne es zu merken, bestimmte Hypothesen über die Natur des Raumes anstellen und vorgefasste Meinungen über Konstruktionen im Raum haben, etwa darüber, wie man parallele Linien erzeugt. Der berühmte Fälscher Euklid hatte gar nicht hinterfragt, ob seine Annahmen zutreffen. Er schrieb seine Geometrie einfach so auf, dass sie mit diesen Annahmen, einschließlich der des ebenen Raums, übereinstimmte, ohne zu zeigen, dass sie überhaupt gültig wären. Und was noch anmaßender war als die einzelnen falschen Annahmen Euklids, ist, dass seine Axiome lediglich auf dem a priorischen Denken seiner Vorstellung beruhten, statt auf realen physikalischen Experimenten. Bis zu Riemanns Zeit waren die Hypothesen über die Grundlagen von Raum und Geometrie nicht allgemein untersucht worden. Ja, man hatte nicht einmal erkannt, dass diese Grundlagen eigentlich nur Hypothesen waren. Um seine Überlegungen zu verdeutlichen, musste Riemann eine allgemeine Vorstellung dessen entwickeln, was er die Mannigfaltigkeiten einer Vielzahl von Dimensionen nannte und die möglichen Krümmungen dieser Mannigfaltigkeiten aufzeigen. Dann konnte er zur Gestalt des tatsächlichen von uns bewohnten Raums zurückkehren und entscheiden, wie und auf welcher Basis sich dieser von anderen vorstellbaren Räumen unterscheidet. Das war etwas, was man nicht durch Logik lösen konnte. Die Antwort ließ sich nur über den Weg ständiger Experimente finden. Nehmen wir uns daher nun das Konzept der Mannigfaltigkeiten ganz allgemein vor. Beginnen wir mit dem Konzept von Größen. Was ist das eigentlich? Riemann sagt, eine Größe sei ein allgemeines Konzept mit vielfältigen speziellen Anwendungen oder Seinsmöglichkeiten oder Spezialisierungen. Zum Beispiel ist Länge ein einheitliches Konzept mit vielfältigen Spezialisierungen wie etwa 2 cm, 3 Meilen oder 5 km. Das sind alles spezifische Längen. Geschmack ist ein weiteres Beispiel. Salzig, süß oder nach Oregano schmeckend sind spezifische Fälle des allgemeinen Konzepts Geschmack. Schuhgröße, Temperatur, Ort, alles sind Größen. Dabei lassen sich zwei verschiedene Arten von Größen unterscheiden. Solche, die sich durchgehend ändern, und solche, die sich in bestimmten Sprüngen ändern. Ein Beispiel: Die Töne, die man auf einem Cello spielen kann, sind stetig. Thank you.
die auf einem Klavier dagegen diskret. Auf dem Klavier gibt es zwischen H und C keine Taste. Aber das Cello kann beide Töne variieren. Eine weitere Überlegung ist, ob die genaue Angabe oder Bestimmungsweise einer Größe nur einen oder mehrere Werte erfordert. Ein Beispiel ist die Position auf der Erde. Längen lassen sich immer der Größe nach ordnen. Man kann immer sagen, welche kürzer und welche länger ist, aber auf die Position trifft das nicht zu. Ein Ort hat immer eine Breite und eine Länge. Und die Positionen lassen sich wohl nach der Breite anordnen oder nach der Länge, nicht aber nach ihrer Position. Die Position von New York ist weder größer noch kleiner als die Position von Houston. Solche Größen oder Mannigfaltigkeiten, für deren Positionsbestimmung man zwei Angaben braucht, nennt man auch zweifach ausgedehnt. Um beispielsweise den Ort auf einer dieser unterschiedlichen Flächen zu bestimmen, braucht man zwei Werte. Hier sieht man eine Kugel, eine Fläche, einen Affensattel und einen Katenoid. Überdies lässt sich derselbe Ort auf derselben Fläche auf verschiedene Weise bestimmen. Man kann mehrere unterschiedliche Koordinatensysteme verwenden, um die Bewegung eines Punktes auf einer ebenen Fläche sichtbar zu machen. Die Koordinaten sind dabei gekrümmt, die Fläche jedoch nicht. Geht man über die Fläche hinaus, so ist eine Position im Raum dreifach ausgedehnt. Man kann einen Ort im Raum auf verschiedene Weise festlegen, jedoch sind immer mindestens drei Angaben erforderlich. Man kann beispielsweise die XYZ-Position angeben, die Breite, Länge und Höhe, oder man kann die zylindrischen Koordinaten verwenden, oder auch die Katenoiden. Mit allen kann man auf unterschiedliche Weise einen Ort im Raum beschreiben, genauso wie man auf verschiedene Weise die Bewegung eines Punktes auf der Fläche sichtbar machen kann. Als Koordinatensysteme zeigen sie nicht an, dass der Raum gekrümmt ist. Gehen wir eine Stufe weiter. Eine ebene Fläche und eine Kettenlinie haben ja unterschiedliche Eigenschaften, nicht nur unterschiedliche Koordinatensysteme. Zum Beispiel passt eine Fläche nicht auf ein Katenoid. Man müsste sie biegen und dehnen. Können Sie sich einen anderen Raum vorstellen? Das heißt, können Sie sich einen dreidimensionalen Raum vorstellen, der nicht eben ist? Es ist schwierig, sich nicht einfach ein gekrümmtes Objekt im Raum vorzustellen, wenn man darüber nachdenkt. Wir kommen später auf diese Frage zurück, wenn wir mehr Munition zur Stärkung unserer Vorstellungskraft gekrümmter Räume gesammelt haben. Ein weiteres Beispiel. Wie viele Dimensionen hat die Farbe, die vom menschlichen Auge wahrgenommen wird? Wenn Ihnen bekannt ist, wie Farbe im Fernsehgerät oder dem Computerbildschirm dargestellt wird, wissen Sie, dass sämtliche Farben aus verschiedenen Mischungen von rotem, grünem und blauem Licht erzeugt werden und es damit dreidimensional wird. Farbe lässt sich auf viele weitere Arten darstellen, etwa nach dem YUV-Farbmodell, dem LEP-Farbraum oder dem HSV-Raum, aber sie sind alle dreidimensional. Die dreifache Ausdehnung ist aber keine Eigenschaft des Lichtes, sondern eine Eigenschaft des menschlichen Auges, das drei unterschiedliche Farbrezeptoren besitzt. Das kann einen täuschen, denn wenn man rotes und gelbes Licht mischt, erscheint es uns orange, aber dadurch wird es kein orangenes Licht. Rot und Gelb lassen sich durch ein Prisma wieder voneinander trennen. Ein anderer Fallstrick des Sehens ist zum Beispiel, dass das Violett nicht wirklich zwischen Rot und Blau im Farbspektrum liegt. Rot und Blau vermischen sich nicht, ausgenommen bei der Weise, wie unser Geist die Erfahrung der Sinne interpretiert. Während für uns die Farbe dreidimensional ist, ist sie für Vögel, die vier verschiedene Rezeptorzellen haben, vierdimensional.
Das führt uns zu dem Beispiel einer Größe, die so viele Dimensionen hat, dass man sie gar nicht mehr zählen kann. Dieses Beispiel ist das Licht selbst, das eine unendliche Zahl von Spezifikationen hat, um es genau zu beschreiben. Das taucht beim Farbabgleich auf, wo die drei Farbdimensionen auf einem Bildschirm einfach nicht mehr ausreichen. Unter bestimmten Lichtverhältnissen mag die Farbe stimmen, bei anderen aber nicht. Man kann sehen, wie der Abgleich je nach Lichtart besser oder schlechter ist. Hier ist die Farbkurve für eine bestimmte Farbe des professionellen Lichtfilters. Für jede mögliche Farbe im Spektrum überträgt der Filter einen bestimmten Lichtanteil, sodass jede von der unendlichen Zahl von Farben im Regenbogen einen eigenen, eindeutigen Durchlasswert hat. Das tatsächliche Licht, im Gegensatz zum wahrgenommenen, hat nicht drei, sondern unendlich viele Dimensionen. Hier sieht man die wahrgenommene Farbe einer veränderlichen Farbkurve. Es gibt so vieles im Licht, welches unser Auge gar nicht unterscheiden kann. Mit diesen allgemeinen Konzepten von Größen gewappnet, können wir nun zu Riemann zurückkehren, um zu untersuchen, welche unterschiedlichen Maßverhältnisse auf Mannigfaltigkeiten zutreffen und wie man sie bestimmen kann. Was unterscheidet eine Kugel von einer Fläche? Um unsere Untersuchung der inneren Eigenschaften von Mannigfaltigkeiten zu beginnen, fangen wir mit zweidimensionalen gekrümmten Flächen an. Hierbei benutzen wir den Ansatz des großen Wissenschaftlers Carl Friedrich Gauss, der Riemann das Thema für seine Vorlesung vorschlug und diese mit Freude verfolgte. Gauss hatte eine ganz allgemeine Methode entwickelt, um mit spezifischen Techniken gekrümmte Flächen zu untersuchen. Zum Beispiel ist die Kugel gekrümmt und die Fläche ist eben. Hier ist eine andere gekrümmte Form, die man Affensattel nennt. Im Gegensatz zur Fläche ist sie gekrümmt, aber eben nicht in derselben Weise wie die Kugel. Wie unterscheiden sich diese? Lässt sich seine Krümmung quantifizieren? Als erste Maßnahme hierfür führen wir die Normale ein. Es ist eine Richtung an jedem Punkt der Fläche, die direkt von ihr senkrecht wegzeigt. Man benutzt die Normalen einer Fläche, um den Grad der Krümmung zu messen. Hierbei bildete Gauss die Normalen auf einer Hilfskugel ab, wobei er nur die Richtung der Normalen, nicht aber ihren Ort beibehielt. Man kann sich den Affensattel auch als unglaublich klein und im Mittelpunkt eines Kreises vorstellen, genauso wie wir auf der Erde auf entfernte Sterne zeigen. Betrachten wir die Richtung der Normalen, wenn wir uns auf der Fläche bewegen. Wenn wir uns auf der Fläche nach rechts bewegen, bewegt sich die Richtung, auf die die Normale zeigt, manchmal nach links. Die Kugel dient uns dabei als eine Art dreidimensionaler Kompass, um räumliche Richtungen anzeigen zu können, ähnlich wie wir am Rand eines gewöhnlichen Kompasses die Richtungen auf der zweidimensionalen Erdoberfläche ablesen. Gauss' erster Ansatz zur Messung einer gekrümmten Fläche war, eine Region auf der Fläche zu wählen und sie zu vergleichen mit der Größe der entsprechenden Fläche auf der Hilfskugel. Je größer die Fläche auf der Kugel, desto gekrümmter die Region auf der Fläche. Hier ist die rote Region um das Mehrfache gekrümmter als die blaue. Um die Krümmung an einem bestimmten Punkt zu messen, verkleinerte er die Region so lange, bis sie verschwindend klein war. Mit Hilfe dieser Technik stellen wir fest, dass ein Zylinder überhaupt keine Krümmung hat. Er ist nach Gauss' Methode flach. Überstreicht man diese vierseitige Region auf dem Zylinder, ist die von der normalen gebildete Region nur eine gerade Linie, ohne Flächeninhalt, keine Krümmung. Bei seiner nächsten Methode, Krümmungen zu messen, benutzte Gauss sogenannte Schmiegekreise. Genauso wie zwei beliebige Punkte eine Richtung anzeigen, wenn man sie miteinander verbindet und eine Linie durch sie zieht, bilden drei beliebige Punkte einen Kreis. Legt man also eine Ebene durch eine Fläche, ergibt sich eine Kurve und es gibt immer einen Kreis, der an diesem Punkt am besten zu dieser Kurve passt. Hier sieht man die Reihe von Schmiegekreisen für einen bestimmten Punkt auf der Fläche.
Gauss zeigte, dass die extremsten Schmiegekreise stets an Flächen auftreten, die senkrecht zueinander stehen. Wenn man dann die Radien der beiden Kreise multipliziert und den Kehrwert nimmt, erhält man das gleiche Krümmungsmaß, das sich zuvor mit den normalen ergab. Wieder stellen wir fest, dass ein Zylinder keine Krümmung hat. Ein extremer Schmiegekreis ist der Radius des Zylinders, während der andere als gerade Linie mit unendlichem Radius erscheint. 1 geteilt durch das Produkt der beiden Radien ist 0. Bevor wir zu Gauss' dritter Methode kommen, die für Riemann am wichtigsten war, wollen wir ein besonderes historisches Beispiel aufgreifen: die Berechnung des Erdumfangs. Soweit wir wissen, geht diese Entdeckung auf den einstmaligen Bibliothekar von Alexandria, Eratosthenes von Kyrene, im 3. Jahrhundert vor Christus zurück. Er hatte bemerkt, dass die Sonne am Tag der Sommersonnenwende im Assuan direkt im Zenit stand. Dann vermaß er am gleichen Tag des Jahres die Schatten in Alexandria. Unter der Annahme, dass die Sonne so weit entfernt war, dass man ihre Strahlen als parallel ansehen konnte. Aus der Kombination des Winkels der Schatten und der Entfernung der beiden Städte berechnete er den gesamten Erdumfang auf 250.000 Stadien, was eine bemerkenswert genaue Angabe war. So wurde eine Eigenschaft des gesamten Planeten bestimmt, indem man Messungen in einem kleinen Bereich vornahm. Nun sind wir bereit, zwei verschiedene Kategorien von Flächeneigenschaften zu unterscheiden: äußere Eigenschaften und innere. Alle bisher angeführten Beispiele betrafen äußere Eigenschaften, die sich auf äußere Objekte und Positionen beziehen. Um demgegenüber innere Eigenschaften anzuführen, kann man Folgendes fragen: Wie hätte Eratosthenes den Erdumfang berechnen können, wenn unsere Atmosphäre ständig bewölkt wäre, wie etwa auf der Venus? Welche Technik würde ihm zur Verfügung stehen, um bestimmte Merkmale der Erde zu entdecken, wenn er sich nur auf die Erdoberfläche hätte stützen und ihm von außen keine Sonne hätte helfen können? Um es noch ein wenig schwerer zu machen, nehmen wir an, dass wir selbst nur zweidimensionale und keine dreidimensionalen Wesen wären. Ein bekanntes Beispiel hierfür findet sich in dem Buch Flächenland von Edwin Abbott. Darin schreibt der Autor über eine Welt, in der es nur zwei Dimensionen gibt. Die Bewohner sind Striche, Dreiecke, Vierecke und andere Vielecke, wobei die Anführer viele Seiten mit einer annähernden Kreisform haben. Was wäre, wenn da etwas nicht stimmt? Was wäre, wenn das Flächenland in Wirklichkeit ein Kugelland ist? Jede Form, die sich auf einer riesigen Kugel bewegt, würde einen Ort nicht von einem anderen unterscheiden, könnte aber dennoch bemerken, dass irgendetwas nicht ganz flach ist. Zwei solcher Hinweise wären die Anwendung des Satzes von Pythagoras sowie die Veränderung von Richtungen. Beim Satz des Pythagoras geht es um drei Quadrate, deren Anordnung ein rechtwinkliges Dreieck ergibt. Jeder hat in der Schule gelernt, dass a² plus b² gleich c² ergibt. Aber wie kann man wissen, dass dies wirklich stimmt? Bilden wir einfach zwei größere Quadrate, indem wir einige gleiche Dreiecke hinzufügen. Diese beiden größeren Quadrate haben die gleiche Größe und Fläche. Entfernt man von beiden vier gleiche Dreiecke, sollte der Rest ebenfalls gleich sein. Also sind a² und b² tatsächlich genauso groß wie c². Wie wir jedoch vorhin gesehen haben, trifft das mit Sicherheit nicht auf die Kugel zu. Wir erinnern uns an unser Dreieck mit drei rechten Winkeln. Welche Seite ist hier a, welche b und welche c? Der Satz des Pythagoras ist hier sicherlich nicht gültig. Er muss in einer Weise modifiziert werden, dass sich daraus eine Lösung für die Flächenlandvielecke ergibt. Eine Technik, um die Form ihrer Welt von innen zu entdecken. Aber erinnern Sie sich, wie wir uns gekrümmten Raum vorzustellen versuchten. Wie könnten sich die Bewohner dort eine gekrümmte Fläche vorstellen? Die Anomalien sagen ihnen, was los ist, auch wenn sie sich eine Kugel bildlich nicht vorstellen können, weil diese dreidimensional ist, sie aber zweidimensional. Bei einer zweiten Methode geht es um die Richtung. Man kann durch eine Stadt oder ein Gebäude laufen und sich dabei merken, wo Norden ist, indem man eine Übersicht über alle Abbiegungen behält, die man gemacht hat. Hier ist ein Beispiel auf einer Fläche. Nun lassen Sie uns dasselbe auf einer Kugel machen. Wir bewegen uns auf der Kugel, während der Zeiger bei jeder Wendung in der gleichen Richtung bleibt. Doch wenn wir an den Ausgangspunkt zurückkehren, weist der Zeiger nicht mehr in die ursprüngliche Richtung. Noch einmal.
Obwohl der Zeiger während des Verlaufs nicht verdreht wurde, hat sich seine Richtung dennoch verändert. Beide Methoden, der Satz des Pythagoras und die Richtungsbewegung, sind innewohnende Eigenschaften der Fläche. Sie haben keinen Bezug zu etwas außerhalb der Fläche, noch nicht einmal zu der Vorstellung eines außerhalb gelegenen Raums. Also alles, was die Vieleckwesen tun oder lernen können, ist auf das Innere bezogen. Gauss macht dann zwei erstaunliche Aussagen. Eine davon ist, dass sich keine der inneren Eigenschaften ändert, wenn die Fläche gebogen wird, solange man sie nicht streckt. Das heißt, biegt man eine Fläche zu einem Zylinder und wieder zurück, ändert sich an der Oberfläche gar nichts. Die Entfernungen zwischen zwei Punkten, die kürzeste Linie zwischen zwei Punkten, die Winkel und so weiter, alles bleibt unverändert. Die Flachlandbewohner würden keinerlei Unterschied bemerken. Ähnlich haben das Catenoid und das Helikoid die gleichen inneren Eigenschaften und entstehen, indem man das eine in das andere dreht. Gauss' zweiter Durchbruch bestand darin, dass er einen Weg fand, die Krümmung an jedem Punkt intrinsisch zu messen, so wie es die Ebenen Vieleckwesen vermochten. Die Fläche kann so eine eigene abgeschlossene Welt bilden und es ist unnötig, ihr eine bestimmte Gestalt im Raum zu geben, wie etwa Zylinder versus Fläche. Man braucht dazu keine normalen oder Schmiegekreise. Die Oberfläche lässt sich von innen verstehen. Diese Erkenntnis war entscheidend für Riemanns Untersuchung gekrümmter Räume. Dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeiten wie der Raum können gekrümmt sein. Hierbei kann man aber nur an intrinsische Krümmung denken, da wir nicht von einer vierten Dimension aus dem Raum heraustreten können, um auf ihn herabzusehen, so wie man auf zweifach ausgedehnte Flächen herabschauen kann. Wir stecken vielmehr in den gleichen Schuhen wie unsere Vieleckfreunde, wenn wir die Form des Raums um uns herum bestimmen wollen. Riemann schildert in seinem Aufsatz die allgemeinste mögliche Weise, um die Krümmung innerhalb einer Mannigfaltigkeit zu bestimmen. Die anormalen Eigenschaften von Wirkung und Bewegung definieren die Krümmung. Ausgehend von allen diesen Möglichkeiten, was ist nun die Form des tatsächlichen Raums im Gegensatz zu irgendeinem mathematischen Luftschloss? Wenn wir diese Überlegungen auf die tatsächliche Gestalt des physikalischen Raums anwenden, sollten wir zunächst die beiden unterschiedlichen Konzepte von Unbegrenztheit und Unendlichkeit gegenüberstellen, die oft miteinander verwechselt werden. Nehmen wir eine Kugel als Beispiel. Die Bewegung auf der Kugel stößt auf keine Grenzen, findet keine Begrenzungen. Dennoch ist die Kugel nicht unendlich. Sie hat eine messbare Gesamtgröße, wenn die Bewegung unbegrenzt ist. Der Raum selbst scheint zwar in jeder Hinsicht unbegrenzt zu sein, doch kann man daraus nicht schließen, dass er unendlich ist. Der Raum könnte endlich sein. Noch eine andere Überlegung. Stellen wir uns mal die Frage, ob Gegenstände von ihrer Position unabhängig sind. Nehmen wir als Beispiel den Unterschied zwischen einer Orange und einer Wassermelone oder einer anderen Frucht. Auf einer Orange lässt sich die Schale ohne Dehnung von einem Ort zum anderen verschieben. Es gibt keinerlei Unterschiede. Alle Teile sind gleich. Das ist aber nicht der Fall bei unserem anderen Beispiel. Die fast ebene Region hat eine bestimmte Beziehung zwischen Umfang und Fläche. Aber hier hat der gleiche Umfang eine größere Fläche. Es ist also eine Dehnung erforderlich bei der Bewegung von einem zum anderen Ort. In drei Dimensionen wäre dies, als ob man die Orange im Raum bewegt, wobei das Innere größer gedehnt wird, obwohl die äußere Schale die gleiche Größe behält. Vielleicht möchte man dies vermeiden. Dazu könnten wir zunächst von der Hypothese ausgehen, dass Gegenstände von der Position unabhängig sind. Das würde bedeuten, dass jeder Teil des Raums die gleiche Krümmung wie jeder andere Teil hätte. Wäre dieses Maß auch nur geringfügig positiv, wäre der Raum endlich. Das würde sich in der Astronomie zeigen, wo derselbe Stern in zwei entgegengesetzten Richtungen erscheinen könnte, wegen der Krümmung des dazwischenliegenden Raums, wie man hier sehen kann. Man kommt immer wieder zum Ausgangspunkt zurück, in welche Richtung man auch aufbricht. Selbst wenn man nicht ganz herumkommt, könnte derselbe Stern auf den unterschiedlichsten Bahnen erscheinen. Das heißt, er sehe nicht wie ein Punkt aus, sondern wie ein Ring. Doch in der Astronomie sehen wir nicht solche verdoppelten Sterne oder Ringsterne, selbst wenn wir in sehr große Fernen blicken. Wenn also der Raum gleichförmig wäre, müsste er eben oder fast eben sein. Was aber, wenn der Raum nicht gleichförmig ist?
wenn Gegenstände nicht von ihrer Position unabhängig sind? Was wäre, wenn sich die räumlichen Beziehungen von Ort zu Ort änderten? Dann könnten wir für die Beziehungen im Kleinen keine Rückschlüsse machen von dem, was wir aus dem Großen in der Astronomie entdeckt haben. Tatsächlich gab es zu Riemanns Zeiten Durchbrüche in der Chemie und im Elektromagnetismus, dank neuer Hypothesen über die Natur von Vorgängen im sehr Kleinen. Die Maßverhältnisse im Kleinen konnten die verschiedensten Eigenschaften aufweisen, solange die Krümmung im großen Maßstab wieder auf die annähernde Nullkrümmung aus der Astronomie hinauslief. Die vermeintliche Flachheit der Geometrie auf astronomischen Maßstab, wie man sie zu Riemanns Zeiten verstand, hat keine wahre Gültigkeit auf der Mikroebene. Nun, wie kann man die Maßverhältnisse im Kleinen herausfinden? Wie ist der Raum gekrümmt und, noch wichtiger, wie kann man entdecken, warum er so gekrümmt ist? Bei einer diskreten Mannigfaltigkeit ist das Prinzip der Maßverhältnisse schon in dem Begriff dieser Mannigfaltigkeit enthalten. Bei einer stetigen aber muss sie anderswoher hinzukommen. Zur Verdeutlichung. Wann immer man eine diskrete Mannigfaltigkeit benennt oder begrifflich fasst, wie die Tasten auf einem Klavier oder die Menschen in einem Raum, so hat man mit dem Begriff der Mannigfaltigkeit die Maßeinheit bereits vorgegeben. Bei einer stetigen Mannigfaltigkeit wie die Länge oder Position hat man jedoch keine Vorstellung davon, wie der Raum aussieht oder wie man Messungen vornehmen sollte. Riemann fährt fort. Es muss also entweder das dem Raume zugrunde liegende Wirkliche eine diskrete Mannigfaltigkeit bilden oder der Grund der Maßverhältnisse außerhalb in darauf wirkenden bindenden Kräften gesucht werden. Ja, genau. Die ganze Grundlage, der hinreichende Grund dafür, dass etwas so und nicht anders ist, liegt nicht darin, viele Beobachtungen davon zu machen. Man hat den Eindruck, dass Riemanns Untersuchung nicht mit einem abschließenden Ergebnis endet. Tatsächlich stößt man am Ende von Riemanns Vorlesung an die Grenzen des mathematischen Theoretisierens im Elfenbeinturm. Seine Untersuchung kann zwar ungerechtfertigte Annahmen beseitigen, aber keine positive Aussage treffen. Riemann erklärt zum Schluss, es führt dies hinüber in das Gebiet einer anderen Wissenschaft, in das Gebiet der Physik, welches wohl die Natur der heutigen Veranlassungen nicht zu betreten erlaubt. Damit wollen wir die Mathematik hinter uns lassen und uns in den Bereich der Physik begeben, das Gebiet der Realität. Um unsere Untersuchung im Bereich der Physik zu beginnen, werden wir Johannes Kepler und die Geburt der Astrophysik betrachten. Kepler betrat ein Feld, bei dem man bis dahin auf der Basis forschte, die Natur vom Standpunkt der Sinne zu verstehen, sehr explizit. Seine Vorgänger hatten verschiedene Modelle des Planetensystems vorgelegt, die alle den Anschein wahren sollten. Das heißt, die Modelle sollten bei den Sinnen den gleichen Eindruck hinterlassen wie die Planeten. Kepler wies nach, dass die Modelle, selbst wenn sie so präzise wie möglich den Augenschein nachbilden sollten, aufgrund dieser Methode immer falsch waren. Außerdem wusste er, dass selbst eine falsche Hypothese manchmal wie die Wahrheit aussehen konnte. Er schrieb über seine eigene stellvertretende Hypothese, sodann ist das, was einerseits die wahre, bisher noch unbekannte Hypothese, andererseits die falsche, von uns angenommene leistet, deswegen noch nicht gleich, weil beide merklich das Gleiche zu leisten scheinen. Es kann ja immer noch ein ganz kleiner Fehler vorliegen, der sich den Sinnen entzieht. Es wird immer Dinge geben, die wir noch nicht gemessen haben. Selbst wenn unser Modell vollkommen mit den Beobachtungen übereinstimmt, heißt das nicht, dass es wahr ist. Nicht nur, weil die Beobachtungen in der Zukunft besser werden, sondern weil übereinstimmende Beobachtungen zwar notwendig, aber nie allein der Maßstab für Wahrheit sind. Auch Kepler entwickelte ein funktionierendes mathematisches Modell für die Planeten, aber er gab sich nicht zufrieden, solange er keine Hypothese für den eigentlichen Beweggrund, den Zweck hinter diesen Bewegungen hat. Warum bewegen sie sich so, wie sie sich bewegen? In seiner neuen Astronomie äußerte er die Vermutung, dass eine Kraft in der Sonne die Bewegungen bewirkte. In seiner Weltharmonik beschrieb er im Einzelnen die harmonischen Kompositionsprinzipien, die die spezifischen angezeigten Planetenbahnen erfordern. In diesem Fall ist die Ursache der Zweck. Es geht eher um das Warum als um das Was oder Wie. Newtons verallgemeinertes Quadratabstandsgesetz mag angeben, wie sich die Bewegung von Augenblick zu Augenblick verändert, aber nicht warum.
was Newton selbst zugab. Kepler demonstrierte das Versagen der Mathematik und hatte Erfolg als Wissenschaftler. Seine einfache und schöne Frage, warum ist es so und nicht anders, erhob ihn über induktive Verallgemeinerungen einer auf Sinneseindrücken beruhenden Welt und ließ ihn die Vorstellung einer Welt schaffen, die auf Prinzipien der Schönheit aufbaut und damit so streng wie frei ist. Pierre de Fermat etablierte den Zweck als wissenschaftliches Konzept. Die Beugung des Lichts beim Übergang von einem Medium ins andere beschäftigte die Denker bereits seit Jahrhunderten. Warum wird Licht gebeugt, wenn es zum Beispiel in Wasser eintritt? Fermat entdeckte das Prinzip von kürzester Zeit. Unter allen Wegen, die das Licht von seinem Ursprung zu seinem Ziel nehmen könnte, folgt es jenem Weg, der seine Reise am schnellsten macht. Hierbei hat die kürzeste Zeit nichts mit Sinneswahrnehmung zu tun. Sie hat die Eigenschaft eines Motivs, nicht einer Erscheinung. Gottfried Wilhelm Leibniz zeigte, dass eine a priori Annahme von unabhängigem Raum und unabhängiger Zeit immer zu Absurditäten führt. Als der Newton-Vertraute Samuel Clarke zu beweisen versuchte, Gottes Allmacht liege in Gottes freier Wahl bei der Entscheidung, wo im Augenblick der Schöpfung alles entstehen sollte, antwortete Leibniz, dies sei überhaupt keine Entscheidung. Das Universum einen Meter nach rechts zu verschieben, ist das Gleiche, als wenn man den Raum einen Meter nach links bewegt. Die Beziehung zwischen den Gegenständen würde sich überhaupt nicht verändern. Niemand würde es bemerken. Der Blödsinn entsteht aus der Annahme eines Raums, der vermeintlich vor und unabhängig von den Dingen existiert, die im Raum miteinander in Beziehung stehen. Es gibt keinen absoluten Raum. Das sieht man auch, wenn man Descartes Bewegungsgesetze mit denen von Leibniz vergleicht. Descartes größtes Problem, jedenfalls eines seiner großen Probleme, ist, dass er an eine absolute Bewegung und absolute Ruhe glaubt, was ihn zu Schlussfolgerungen trieb, die völlig verrückt sind. Leibniz wusste, dass Bewegungen nur relativ sind, auch wenn die Ursache dieser Bewegungen real und absolut sein kann. Die Physik muss die Grundlage der Geometrie bilden und davon ausgehend entwickelte Leibniz die Infinitesimalrechnung. Denken wir an Albert Einstein. Seine Relativitätstheorie verwirft die voneinander getrennten geometrischen Vorstellungen von Zeit und Raum. Stattdessen wird der physische Prozess der Ausbreitung des Lichtes verwendet, um der Raumzeit eine physische Bedeutung zu geben. Und indem er dies tat, zeigte er auf, wie sich die Raumzeiten für verschiedene Beobachter voneinander unterscheiden. Sie existieren als Wirkungsräume, aber nicht als geometrische Räume. Die physikalische Wirkung ist primär. Es werden Geometrien erzeugt, worin sich unsere Hypothesen über die wahren Beziehungen der Wirkungen im Universum widerspiegeln. Man muss die Geometrien so gestalten, dass sie der Physik entsprechen und nicht andersherum. Heute wird Einsteins allgemeine Relativitätstheorie als häufigstes Beispiel für eine gekrümmte Raumzeit angeführt, wenn auch nicht immer korrekt. Gehen wir nun über zur Biologie und darüber hinaus. Wladimir Vernadskys leidenschaftliche Nachforschung, die Natur des Lebens und der Erkenntnis zu verstehen, brachte ihn dazu, nach Geometrien zu suchen, mit denen sich Aktivitäten des Lebens beschreiben lassen und von denen er wusste, dass sie in einem euklidischen Raum nicht existieren können. Ein Beispiel hierfür ist die Chiralität, die Händigkeit lebender Prozesse. Pasteur und Curie hatten gezeigt, dass lebende Prozesse im Unterschied zu abiotischen zwischen links- und rechtshändigen Versionen des gleichen Moleküls unterscheiden und eine dieser Versionen bevorzugen, was in einer einfachen euklidischen Geometrie unmöglich wäre. Vernadsky schrieb auch viel über verschiedene Formen der lebenden Zeit, die sich von der abiotischen Zeit unterscheiden. In der evolutionären lebenden Zeit zum Beispiel unterscheiden sich vorher und nachher nicht bloß chronologisch, in dem Sinne, dass vorher bloß nicht nachher bedeutet und nachher das Gegenteil von vorher. Vielmehr ist nachher fundamental anders als vorher, nämlich eine Zeit, in der höher entwickelte Lebensformen existieren. Das sieht man noch stärker in der menschlichen Zeit. In unserer wirtschaftlichen Zeit ändert sich die Kraft der menschlichen Gattung, und wir sind selbst eine physische Kraft, mit jeder neuen Entdeckung eines Prinzips kategorisch. In der Wirtschaft unterscheiden sich die Zeiten qualitativ, nicht quantitativ. Solche menschliche Zeit läuft nicht einfach wie das Ticken einer Uhr, sondern sie muss durch Entdeckungen geschaffen und mit Leidenschaft vorangetrieben werden. Das ist die Raumzeit der wirtschaftlichen Entwicklung. Euklid lag also nicht bloß mit bestimmten Axiomen falsch. Auch jede andere Geometrie, die von geometrischen Axiomen ausgeht,
statt von den Prinzipien, die reale physische Wirkungen bestimmen, würde ebenso irren. Mit Riemann ändert der Begriff Geometrie an sich vollständig seine Bedeutung. Sie ist keine Bühne mehr, auf der sich die Ereignisse entfalten, sie ist selbst die Form der Wirkung. Was können wir über den Prozess sagen, durch den wir etwas über diese Form erfahren? Ist unser Ziel ein endgültiges Verständnis der Natur, die wir beobachten, über die wir Hypothesen entwickeln und der wir uns asymptotisch annähern, auch ohne jemals dieses höchste Wissen zu erreichen? Nein, wir selbst sind ein Teil dessen, was wir studieren. Denken wir an die mächtigste aller physischen Kräfte, den menschlichen Geist. Das kreative Denken ist eine physische Kraft. Es hat ebenso physische Wirkungen wie der Elektromagnetismus, Plasmen oder biologische Prozesse. Eine wahrhaft riemannische Geometrie, die sich fest auf die Prinzipien gründet, die den wahrgenommenen Erscheinungen zugrunde liegen, muss den kreativen Geist berücksichtigen. Unser Ziel ist nicht, eine endgültige Geometrie der Welt da draußen zu finden. Diese muss vielmehr die sich entwickelnde Macht der Vernunft, den Kern der wirtschaftlichen Entwicklung, mit einschließen. Es darf keine Trennung geben zwischen dem Studium der Physik und dem Studium des Geistes. Naturwissenschaften, die den Geist ausklammern, können keine wahren Prinzipien finden. Sie werden immer im Sumpf statistischer Induktion und Korrelation auf der Grundlage unserer Sinne stecken bleiben. Ebenso wird auch eine Sozialphilosophie oder Soziologie, die nicht vom Studium des fruchtbaren kreativen Denkens geprägt ist, bloß ein Studium sein von Neurosen oder langweiligen Belanglosigkeiten ohne jede nützliche Richtung. Es gibt nur eine Welt, die wir entdecken und auf die wir einwirken können. Der Geist entdeckt, der Geist handelt, der Geist schöpft. Riemann führt uns in diese Realität und zeigt, dass die Prinzipien, die der Realität zugrunde liegen, mit dem Geist übereinstimmen. Er endete seine Vorlesung damit, dass man die Mathematik zugunsten der Physik aufgeben muss. Doch um ein wahrhaft riemannisches Programm zu verwirklichen, müssen wir über die Physik zur Ökonomie hinausgehen. Wir müssen die voranschreitende Entwicklung der Kräfte des menschlichen Geistes einschließen. Darin liegt Riemanns große Bedeutung für die Wirtschaftswissenschaft.